like me better when I like me better when I'm with you. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich habe dasselbe an wie im letzten Video, glaube ich zumindest, dass ich die beide hintereinander hochlade, weil ich die jetzt hintereinander gefilmt habe, weil ich heute frei habe und endlich mal den Tag nutzen wollte. Egal, ich wollte euch heute wieder einen kleinen Haul abdrehen. Ich mache das so wie beim letzten Mal, dass ich euch die Sachen jetzt zeige, dann im Stall zeige und dann kommt ein Cut und dann kommt vor ein paar Tagen das. Also ich bestelle es nicht alles auf einmal, sondern in der Laufe des Zeites, ja moin, im Laufe des Zeitraums, hä? Egal, whatever. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und let's go. So, als allererstes muss ich mal ganz kurz hier meine Reichweite ausnutzen. Und zwar habe ich zwei Schabracken zu verkaufen. Und einmal diese hier. Leute, die liegt einfach seit fast einem Jahr bei mir zu Hause rum. Ich habe die dreimal drauf gehabt. Und keiner möchte diese Schabracke haben. Die ist so mega schön. Das ist eine Escadron-Schabracke. Das ist die Farbe Peach und das ist Pony-Dressur. Für alle Leute draußen, die Pony haben wollen, also Pony haben und diese Schabracke haben wollen, ich verkaufe sie für 8 Euro, ja, weil sie immer bei mir rumliegt und ich finde sie auch viel zu schade dafür. Es hat so ein paar leichte Sattelspuren, aber egal, darum soll es halt nicht gehen. Und zwar meldet euch bei Instagram @ninashauspage, für 8 Euro gebe ich euch die. Und dann habe ich noch diese hier. Die kennt ihr bestimmt aus dem einen oder anderen Video von mir. Die hatte ich absolut dreimal auf Soraya. Und ich finde, die steht ihr nicht so ganz. Die von Felix Bühler aus dieser Autumn Breeze Kollektion. Die ist in Warmblut-Dressur und dafür hätte ich gern so 35 Euro. Kann man ja ein bisschen verhandeln, weil die ist halt komplett neu und die hat 45 neu gekostet. Wie gesagt, dreimal drauf gehabt. Von innen sind ein paar Haare dran, aber das ist noch mega ein Schuss. Nichts dran, meldet euch bei mir, @ninashauspage. Und Leute, jetzt habe ich 2 Minuten geredet und es tut mir leid. Aber ich habe ein Paket bekommen und das erste Mal habe ich ein Paket von Rider Steel. Weil alle von euch haben mir unter einem Post in meiner Insta-Story geschrieben, ich soll doch mal die Dressurgamasche von Rider Steel ausprobieren. Und ich war so, nee, Rider Steel. Weil für mich sah das immer so kompliziert aus, auch mit den Deals und so. Ich habe fast jeden Tag zwar geguckt, aber ich weiß nicht. Und jetzt habe ich welche bestellt, weil ich habe unbedingt welche gebraucht. Und zwar habe ich im Pony welche gesucht und ich habe auf eBay keine gefunden. Ich habe sonst nur so welche, die so 70, 80 Euro gekostet haben. Das ist mir einfach nicht wert, vor allem in weiß. Und ich weiß, dass sie nicht lange weiß bleiben. Heute geht es wieder mit dem Mördermesser los. Einmal hier schön öffnen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr so die Deals bei Rider Steel nutzt. Wie gesagt, ich habe jetzt zum ersten Mal da bestellt, einfach weil bis jetzt waren halt immer so Deals, die mich kaum angesprochen haben. Und halt vor allem von so Marken, wo die reduziert schon noch dreimal so teuer waren wie so normale Sachen. Oh mein Gott, sie sind so schön! Sorry. Und zwar, wir haben hier erstmal so ein Zettelchen. Danke für deine Bestellung, bla bla bla, Retoure. Mega süß hier auch. Aus Liebe zur Umwelt verzichte auf unnötige Retouren. Steht da oben, mega cool. Ja, dann haben wir hier noch so ein Rider Steel Bestseller Set verfügbar, schnelle Lieferung. So ein Gutscheincode. Ja. Und jetzt fangen wir an mit der Bestellung. Haben wir hier auch eine Rechnung? Witzig, hier ist einfach keine Rechnung drin, weil ich das schon überwiesen habe. Und wir fangen an mit der ersten Sache und zwar mit Hufglocken. Die haben 9,95 Euro gekostet von 21 oder so, waren die reduziert. Voll praktisch hier mit dem Netz. Ich glaube, ich nehme das Netz auch mit in den Stall und lasse sie dann da drin. Also ich habe so ein Fach im Spinn, wo so 1000 Gamaschen und so drin sind. Oh Gott, die sind voll weich. Mega süß hier mit so Fell. Die haben so eine Lederoptik. Ja gut, was soll ich jetzt dazu erzählen? Das sind Glocken in Größe S. Die sehen auf Anhieb so ein bisschen billig aus, würde ich sagen. Aber ich finde, die Qualität ist echt gut, weil die sind hier innen noch mit einem anderen Material. Hier innen ist Neopren. Hier außen ist dieses Leder. Und hier doch. Das ist mega weich. Hier steht auch: 2er Set Sprengglocken, Kunstleder, Schafswollimitat, weiß,
Größe Pony S. Mega süß, nehme ich heute mit. Probiere die mal an, wenn ich gehe die leider zurück. Und jetzt das, warum ich eigentlich bestellt habe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und zwar 4er Set Dressurgamaschen mit Glitzermaterial, weiß, Größe Pony S. Und das ist so cool. Ich wollte unbedingt weiße Dressurgamaschen. Leute, sie glitzern. Mega schön. Wer steht auf Glitzer, schreibt es mal in die Kommentare. Boah, die sind echt richtig schön. Und die haben hier außen so ein Neopren. Also, keine Ahnung, ich will schlecht im Material beschreiben. Und die sind auch nicht, also ich kann die nicht so auseinanderwiegen. Die sind schon fest, also ich denke mal, die schützen auch gut. So, das ist da vorne, glaube ich. Ja, vorne, hier auf dieser Seite. Andere Seite vorne natürlich auch. Mega schön. Und jetzt natürlich auch noch hinten. Die sind was größer. Ich finde es bei Pony leider nicht so schön, dass sie keine drei Klettdinger haben. Weil das finde ich immer so schön, weil dann sieht es so schön eingepackt aus. Ich hoffe, irgendwer versteht mich. Aber das Glitzer finde ich halt einfach so toll. Und die sind von innen auch mega gepolstert. Mega schön, mega, mega schön. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass diese Reihe passen. Und dann kann es losgehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute am Stall, wenn ich es anprobiere. Tschüss! So, ihr Lieben, ich habe jetzt die Dressurgamaschen von Leider Steven mal drauf gemacht. Und sie sehen mega schön aus. Also ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen zu klein sind. Und jetzt überlege ich, ob ich sie im Kopf umtausche. Also die schützen schon alles, was geschützt werden soll. Mein Kremlin-Bild hier alles, aber es hat noch mega viel Quatsch so hier das Bett und ich krieg den auch nicht wirklich enger. Ja, ich glaube, ich tausche den Kopf. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Wie ihr die Dressurgamaschen gesehen habt auf dem letzten Clip, die passen rein. Leider nicht so gut, die sind ein bisschen kleiner. Falls einer von euch Schlingeln draußen Interesse an denen hat, ich verkaufe sie. Schreibt mir einfach hier in den Kommentaren oder bei Instagram @miasforcepage, weil ich kann sie leider nicht mehr umtauschen, weil ich sie ja einmal jetzt schon dran hatte und ein paar Härchen dran sind. Aber Leute, ich habe wieder ein paar Kleinigkeiten dabei. Ich stelle das mal hier hin. Und zwar habe ich wieder bestellt bei eBay, Kleinanzeigen und bei Löster. Und Leute, falls ihr irgendwie fragt, ich frage, warum ich so dauernd bestelle. Ich verkaufe irgendwie richtig viel. Also ich habe so ein wechselndes Sortiment bei uns im Stall, weil ich es irgendwie nicht mag, wenn ich so Sachen so 100 Jahre habe. Klar, Sattel und so, die Basics, die behalte ich natürlich. Aber ich habe ja auch noch ganz viele Sachen von früher, von Reitbeteiligung und so, die ich einfach nicht brauchen oder gebrauchen kann. Und ich habe es auch eingesehen, dass es keinen Sinn macht, 30 Hälfte zu haben ungefähr. Gefühlt, ist nur gefühlt. Und deshalb habe ich da ganz schön viel aussortiert und verkauft und das ein oder andere jetzt wieder gekauft. Und das Blöde war natürlich, ich habe auch ganz viele Warmblutbandagen und Gamaschen und so gehabt. Das habe ich dann auch verkauft und habe das Ganze jetzt ein bisschen ausgetauscht. Jetzt habe ich wieder 1000 Jahre geredet und zeige euch jetzt mal, was im ersten Paket drin ist. Das ist natürlich, wie man sieht, von Löster. Das ist ein ganz kleines Paketchen und Hashtag Mördermesser, ihr kennt's. Ist natürlich wieder am Start. Und Leute, was ich mega cool finde, ich habe mit einem Rabattcode bestellt bei Löster und habe dann gesehen, dass diese Piqueur-Bommelmütze jetzt einfach fast 14 Euro reduziert ist. Dann habe ich bei Löster angerufen und wollte die eigentlich nochmal bestellen und die andere dann umtauschen. Und dann meinte die, das macht gar keinen Sinn, dass mir einfach die 14 Euro überweist und dann ist gut. Und das fand ich so nett. Danke Löster, falls ihr das seht. Auch wenn das nicht so ist. Und Leute, meine Haare sind gerade frisch gewaschen, deswegen sehen sie noch so ein bisschen nass aus. Die sind nicht fertig. So. Ich versuche das gerade hier nebenbei aufzukriegen. Ich habe es geschafft. Toll, dass ich so kleine Pakete und ich bin froh, dass ich jetzt diesen kleinen Karton habe. Weil da kann ich dann wieder Sachen weiterverkaufen. Füllpapier. 1000 Rechner. Ein Gutschein über 20 Euro. Voll süß von Right Now. Right Now, voll die coole Marke so. Ja, und
Wo ist das andere, was ich bestellt habe? Ach man, ich habe zwei Sachen bestellt. Jedes Mal passiert mir das. Wow. Wow, 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 wow. Ich wollte Fließbandagen. Ich muss mal gucken. Leute, richtig, richtig dumm. Ich wollte schwarze Eskadon-Bandagen haben. Deswegen habe ich da bestellt. Die waren reduziert. Und jetzt ist mir genau das gleiche passiert wie mit dem Sattelhalfter. Sattelhalter. Nämlich ausverkauft. Ja. Und ich habe nur da bestellt, damit ich diesen Fließbandagen bekomme. Aber wenigstens eine Sache davon bekommen. Und zwar ein Eskadon-Halfter. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich das bestellt habe. Ich habe das eigentlich nur bestellt, damit ich auf diesen Mindestbestellwert einen Rabattcode bekomme. Und zwar sieht das so aus. So, da haben wir es. Ich finde die Farben mega schön. Das ist so Grautöne. Eskadon Classic Sports. Und das habe ich gekauft, passend zu meinen Shorts mit Bandagen. Aber wenigstens hat das jetzt nur 10 Euro gekostet, eigentlich 23 oder so, dann Rabattcode und jetzt schon die Federwaschmaschine waschen. Rabattcode und nochmal Rabatt von Löstau. 10 Euro für einen Halfter, das ist das Größte. Voll gut. Und ja, hat jetzt 10,94 Euro gekostet. Und davon sind nochmal 4,99 Euro Versand gewesen, also eigentlich hat es noch ungefähr 5 Euro gekostet. Das ist die Farbe Grey White Chocolate. Also steht es hier jedenfalls drauf. Ja, ich hoffe, das passt. Ich habe mich jetzt eigentlich voll auf die Bandagen gefreut. Voll der Fail. Ja, ist jetzt so. Und ja, weiter geht's hiermit von eBay. Ich weiß nicht mehr, was in welchem drin ist. Also ich weiß noch, was ich bestellt habe, aber welches in welchem drin ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Mich regt es gerade richtig mit diesen Bandagen auf. Ich habe mich so gefreut auf die. Naja, so ist das Leben. Jetzt habe ich einen Halfter, was ich vielleicht nicht brauche. Aber naja, vielleicht schicke ich es auch zurück. Aber dann kostet es mich wieder 5 Euro Rücksendung. Und für 5 Euro kann ich das Halfter auch behalten. Das ist ja mega schön. So, hier sind drin. Aha. Von eBay habe ich gekauft. Eskadon Sangria Bandagen. Weil ich die Farbe richtig, richtig schön finde. Die sind leider warmblut, die muss ich noch kürzen. Die Bandagen voll. Das werde ich gleich im Stall machen. Und passend dazu öffnen wir jetzt mal schnell dieses Päckchen hier. Wir haben nämlich nachher wieder ein Shooting, meine Freundin und ich. Meine Freundin und ich, wie sich das anhört. Also eine Freundin und ich. Die Alicia. Folgt ihr auch mal auf Instagram. Die heißt @drachenpony. Ich glaube, voll viele kennen die von euch. Die ist ein kleines bisschen größer auf Instagram als wir. Folgt uns bitte auch mal auf Instagram. Wir haben voll wenig Leute von hier, folgen uns da. Nein, ich krieg das nicht auf. Wenn irgendwelche Mütter jetzt zugucken, die denken so, was macht dieses Kind da mit dem Messer? Oh mein Gott. So, geschafft. Ich hab's geschafft. Und zwar war da drin. Tada! Diese Schabacke ist Eskadon Sangria. Und ja, hier sind ein paar Flecken drauf, deswegen habe ich die günstiger bekommen. Die hat 20 Euro gekostet, glaube ich. Und die Bandagen haben mich 15 Euro gekostet. Also die wird inklusive Versand. Also die Schabacke ist halt gebraucht. Sieht man auch vom Nahen auch so besser. Hier sind so ein paar kleine Fleckchen drauf. Und hier sind halt Sattelspuren. Aber Sattelspuren, Leute, jucken mich halt gar nicht. Einfach aus dem Grund, weil mein Sattel ist ja auch da. Also dann sehe ich das ja gar nicht. Aber voll viele Leute kaufen Schabacken einfach nicht wegen den Sattelspuren. Das macht für mich einfach keinen Sinn, weil man sieht es doch gar nicht. Also kleine Ausbeute.
schon. Es kam an. Mega schön. Ja, ich hoffe, das Halfter passt. So, ich bin jetzt im Stall und wollte euch mal das Halfter zeigen. Ist mega süß und es steht hier voll gut. Ja, das Eskanonenlog ist auf der anderen Seite, aber dann müsste ich gegen das Licht filmen. Mehr Mäuschen. Ich kann mich trotzdem mal zeigen. Da. So, jetzt seht ihr noch das Sangria-Set auf Sora. Ich finde das so schön. Und ich habe mir noch bei Equiva eine Springgärte gekauft, weil ich keine hatte. Yay! So, jetzt habe ich noch schwarze Bandagen für Sora Balöster gekauft. Wir haben 9,95 Euro. So, ihr Lieben, ich habe noch ein kleines Paket, das wollte ich jetzt noch unbedingt mit in den Hall reinnehmen. Und zwar müssten da Steigbügel drin sein. Die Bandagen, die vorgestern gekommen sind, die habe ich euch ja schon gezeigt. Die habe ich euch nur ganz kurz gezeigt, weil die habe ich direkt im Stall gelassen, weil mein Schieferdeut mir das Paket mit zum Stall gebracht hat, als er mich abgeholt hat. Da wollte ich die direkt da lassen. Dieser Mensch hat das echt sehr gut zugedingsbums. Genau, Nina. Und zwar habe ich mir Steigbügel bestellt. Gebraucht. Und zwar, ihr seht schon, pinke. Weil ich Knieschmerzen bekomme beim Reiten. Und ich mir da ein paar Infos geholt habe. Und die meisten meinten, dass diese, ich weiß nicht, die Firma heißt Sprenger, glaube ich, mit diesen Gelenken unten sehr gut sein soll. Kein Knieschmerzen. Und jetzt habe ich mir erstmal gebraucht die hier gekauft. Die Farbe ist voll schön, finde ich. Ist ein bisschen auffällig, aber ich finde sie schön. Und mal gucken, wie es damit so ist. Oh Gott. Ich werde euch berichten, wie es ist. Und wenn das nicht für uns ist, dann werde ich die wahrscheinlich weiterverkaufen. Deswegen werde ich sie erstmal nur austesten. Und das finde ich halt so schön, dass man gebrauchte Sachen auch gut weiterverkaufen kann. Generell Sachen finde ich mega cool, wenn man jetzt sowas, keine Ahnung, für 60, 70 Euro kauft und das, man dann merkt, es nicht für einen, dass man sie dann wieder für, keine Ahnung, 40 Euro oder so verkauft und sich jemand anders darüber freut, dass er gespart hat. Deswegen werde ich die austesten und euch Bescheid sagen, wie die so sind. So, hier seht ihr so ansatzweise die Steigbügel. Ich muss tatsächlich sagen, die gefallen mir nicht so von der Optik, deswegen verkaufe ich die, falls einer Interesse hat. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns ein Däumchen nach oben da und ein kostenloses Abo, damit unsere Familie größer wird. Und dann freut sich Soraya auch ganz bestimmt, wenn ihr uns noch auf Instagram folgt. @nirashousepage, letzter Link in der Infobox. Hab euch ganz doll lieb und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! I like me better when I'm with you.